Grüß in dem Namen Jesus Christus, und ich wünsche jedem Gottes Segen. Ich will die Verse lesen, 1. Thessalonicher 1, 4 und 5, wo das so sein wird. Denn wir wissen, Brüder, von Gott geliebt um eure Erwählung, dass unser Evangelium zu euch kam, nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit, wie ihr dann wisst, wie wir unter euch gewesen sind um eure Willen. Der Apostel hat sich ganz sicher, dass die Heilige von Gott vor Grundlegung der Welt erwählt werden. Doch woher wusste er dort? Hat er eine übernatürliche Erkenntnis? Ich denke nicht, vielmehr gab am dort diese Ort, so zu denken, wir sollen das Evangelium angenommen haben. Diese Zusicherung, dort sollte dem erwählten Gehirn deuten. Der Lehre von dieser Uterwählung, der lautet, dass Gott bestimmte Menschen in Christus vor Grundlegung von der Welt erwählt. Epheser 1, Feier. Der lehrt nicht, dass einige zu der Verdammnis erwählt sind. Wenn Menschen einmal verloren gehen, dann wehen ihre eigenen Sinn und wehen ihren eigenen Anglauben. Das ist die Bibel, die der Erwählung lehrt, enthält auch die Lehre von der menschlichen Verantwortung, also beziehungsweise, dass ein Mensch mit den freien Willen gemerkt ist. Gott merkt alle Menschen ein abrechtet Erlösungsangebot. Wer nur Christus kämmt, der wird auch in voller Leibe abgenommen worden von Jesus Christus. Diese beiden Lehren der Erwählung und diese Entscheidungsfreiheit, die sind für den menschlichen Geist. Und das soll nicht zu einem Konflikt führen, doch die Bibel lehrt beides und wir kommen hier beides betrachten. Selbst wenn wir diese entsprechenden Grundgedanken nicht einer mit den anderen vereinbaren können. Wir wissen nicht, wer diese Erwählten sind, und wenn soll wieder das Evangelium in alle Welt drehen. Die Sünder dürfen diese Liebe von der Erwählung nicht als eine Entschuldigung für ihren Anglauben benutzen. Wenn sie Buße tun und an dem Herrn Jesus Christus glauben, dann wird Gott auch geraten, weil die Bibel sagt, dass Gott will, dass alle Menschen geraten werden. Wenn Paulus hier redet von unserem Evangelium, dann meint er damit nicht eine andere Botschaft aus der Jahre, die die anderen Apostel auch gelehrt haben. Der Inhalt wird dasselbe. Der Unterschied lag in den Boden. Die Thessalonicher hatten diese Botschaft nicht als einen religiösen Vortrag behandelt. Sie hatten diese Botschaft natürlich durch das Wort getreten, aber nicht bloß im Wort allein. Das Evangelium kommt ernt in Kraft, in dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Punkt Nummer 1, in Kraft. Die Botschaft, die wirkt mit übernatürlicher Kraft in ihrem Leben. Und das bewirkt eine Überführung von Sinn, von Buße und Bekehrung. Zweitens, im Heiligen Geist. Diese Kraft, die hat ihren Ursprung im Heiligen Geist. Und drittens, in großer Gewissheit, Paulus predigt mit einer großen Gewissheit in der Zuversicht, dass die Botschaft angehend hat. Und die Thessalonicher, die nahmen dort mit einer großen Gewissheit aus Wort Gottes an. Und dort Ergebnis in ihrem Leben, wie dort sie eine volle Glaubensgewissheit kriegen. Paulus erinnerte Thessalonicher nur an sein eigenes Verhalten, als er beendet wird. Er predigt nicht bloß das Evangelium, sondern er lebt auch dementsprechend. Der beste Predigt, was wir bringen können, ist ein geheiligtes Leben. Und ich möchte Sie mitmerken in dieser Karte andach, wenn er hier sagt, dass Gott hat einen erwählt, damit meint er nicht, dass Gott sich die Menschen aussieht. Gott hat den König David erwählen, um Dinge zu beschecken, die ich im Leben. Nun meint er nicht, dass Gott der andere Menschen Ram David entscheiden von der Wohl. Gott hat sie auch Abraham erwählen. Und das meint nicht, dass Gott den Menschen, wenn er Abraham wären, alle nicht will. Sondern Gott hat seine Ziele mit Menschen und er will, über das jeder Mensch geraten wird. Und ich muss uns hier Mut machen, dass wie Christus Paulus, er lebt ein Leben gemäß dem Evangelium. Und das ist für den Veranzug wichtig. Gott will, dass jeder Mensch geraten wird und dass wir aus geratenen Menschen entsprechen von dem Evangelium und leben dann. Und du wünsche ich uns Gottes Segen. Weil wir noch beten. Lieber Herr Jesus, danke,
dass du für alle Menschen gestorben bist. Danke auch, dass du weißt, dass alle Menschen gerettet waren, weil dein Wort lehrt hat, dass du für alle das Erlösungswerk verbracht hast. Schenk, dass alle Menschen, die diese nur erhören, wurden gerne im Glauben nur die kommen, dort annehmen und gerettet wurden. Ich danke dir für die Liebe, die du hast für uns. Help uns nun auch, dass wir gerne ein geheiligtes Leben führen, wo durch die Nomen die ihr trägt. Danke dafür, Herr Jesus. Amen. Gottes Segen für diesen Tag.